schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist Rezensionenzeit. Ich habe nämlich zusammen mit der lieben Antonia von It's Medea ihren Kanal. Verlinke ich in der Infobox. Schaut unbedingt bei ihr vorbei, weil sie ist echt cool. Ich mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Gelesen. Zup, Rat der Neuen von Veronica Ross gezeichnet. Band Nummer 1 dieser Dilogie. Das Ganze ist erschienen im CBT Verlag und kostet als Hardcover Geld. Hier steht es nicht drauf. Ich blende es euch ein und verlinke euch das Buch in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeischauen, genauso wie dem Verlag. Und ja, ich war sehr, sehr gespannt auf das neue Buch von Veronica Ross. Viele, viele, viele haben es, glaube ich, diesen Monat gelesen. Und ich auch. Es ist ein ganz schöner Wupper. Whopper meine ich natürlich. Das hat bald 600 Seiten. Das ist echt ein ganz schöner Schinken. In der Geschichte geht es um... Es geht um Sierra. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, aber eigentlich ist es mir auch relativ egal, wenn man sich keine normalen Namen aussuchen kann. Da muss man damit leben, dass ich sie nicht aussprechen kann. Und um Arcos. Hieß er Arcos? Ja, genau. Die beiden führen grundsätzlich verschiedene Leben, denn Sierra ist ja unterstellt bei ihrem tyrannischen Bruder in einem Volk, was sehr kampflustig und gewalttätig ist. Arcos hingegen ist ein Teil des benachbarten Volkes, was sehr friedlebend ist. Und ihre Schicksale sind durch ihre Familie miteinander verknüpft. Und eines Tages kommt es halt auch so weit, dass sie Gefühle füreinander entwickeln und sie müssen sich entscheiden, ob sie sich gegenseitig helfen oder gegenseitig zerstören werden. Ja, ich fand, das klang ziemlich cool. Das Ganze ist sehr, sehr Science-Fiction-lastig. Also ich fand es schon, das ist auf jeden Fall keine Dystopie in meinem Sprachgebrauch, sondern es ist wirklich Science-Fiction. Es spielt auf unterschiedlichen Planeten. Ich finde, das ist aber ziemlich cool. Ich glaube, wo ist sie denn? Gab es hier nicht so eine Karte irgendwo? Ich habe doch eine gesehen. Da, genau. Also, es gibt tatsächlich so eine Karte von dem Sonnensystem. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist natürlich eine utopisch große Welt, also riesig ist sie. Wenn es da unterschiedliche Planeten gibt, die alle bewohnt sind und was weiß ich nicht alles. Ich fand es gut. Mir hat der Schreibstil wieder gefallen. Der war locker, leicht und schnell zu, also relativ schnell zu lesen, so wie es auch eigentlich schon bei der Bestimmung war. Es war immer mal wieder ein bisschen schwierig, weil die Namen doch sehr extravagant sind. Also alle Rizek oder Rizek oder was weiß ich und wie sie alle heißen. Und das war immer so ein bisschen... bin ich so tatsächlich drüber gestolpert und habe mir immer schwer getan, auch sich diese ganze Welt, dieses ganze Worldbuilding, was Veronica Ross da erstellt hat, vorzustellen, war ja doch sehr anspruchsvoll, weil die einzelnen Planeten verschiedene Eigenschaften hatten und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich doch schon manchmal gedacht, puh, wo sind wir jetzt gerade, was meinen wir jetzt gerade und was weiß ich nicht alles. Ich fand es interessant, dass hier wieder so diese Thematik auf Fähigkeiten und Schicksale und was weiß ich nicht liegt. Das gefällt mir gut. Trotz alledem muss ich sagen, dass das Buch sehr langatmig war. Also 600 Seiten waren schon eine echte Ansage. Ich finde, das hätte dem Buch gut getan, wenn es tatsächlich so um 150 Seiten reduziert gewesen wäre. Ich glaube, dadurch wäre mehr Spannung aufgekommen, wäre das Buch ein bisschen schnelllebiger gewesen. Man hätte mehr so diesen Pep gehabt, auch was ich mir so ein bisschen von so einem Jugendbuch erwarte, dass so ein bisschen mehr Action ist. Es sind junge Menschen, die können sich ein bisschen schneller, weiß ich auch nicht, bewegen und machen und tun. Das war hier doch manchmal sehr zäh und man hat so gedacht, okay, was passiert jetzt? Warum passiert nicht mehr? Und Antonia und ich haben halt auch immer nur 50 Seiten gelesen und das war immer so, ah, in den 50 Seiten ist eigentlich gar nichts passiert. Scheiße. Und war schon ein bisschen schade. Aber alles in allem halt trotzdem eine coole Geschichte, die auf jeden Fall Potenzial hat für mehr. Ich bin gespannt, was Veronica Ross aus dem zweiten Band rausholt. Ich mochte unsere Protagonistin, weil die doch so ein bisschen so... Badass war und unser Protagonist hat sich auch echt entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich das ganz so positiv finde, aber das ist... grenzwertig, kann man sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall ein gutes Buch, was so die eine oder andere kleinere Schwäche hat und sich selbst so ein bisschen das Bein gestellt hat in meinen Augen durch einen sehr langatmigen,
eine manchmal sehr langatmige Szene, eine schwierige Wortwahl, kann ich das so nennen, ja, ne? Und ja, sowas halt. Dadurch hat sich das teilweise echt selbst so ein bisschen das Bein gestellt. Alles in allem für mich 3,5 Sterne. Gutes Buch, ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Ich habe ja auch gesehen, dass der ein oder andere es echt verteufelt hat. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ja, ich denke, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schaut bei Antonia vorbei, schaut beim Buch vorbei. Und bis dahin, bye.